Wir wollen euch heute zeigen, wie Kinder, die gerade das Brustschwimmen lernen wollen, die Armbewegungen und die Beinbewegungen schon zu Hause mit ihren Eltern gemeinsam vorbereiten können. Dazu haben wir auch unsere Annika hier, die wird uns dabei unterstützen. Und wir werden als erstes mit den Beinbewegungen beginnen. Dazu ist es wichtig, dass die Kinder erstmal wissen, dass wir die Beine nicht anhocken, sondern an Fersen. Das heißt, wir haben unter dem Fuß die Ferse. Diese Ferse versuchen wir an den Hintern zu ziehen. Das ist die erste Bewegung, die die Kinder im Sitzen mit abgestützten Händen lernen müssen. Annika, mach mal bitte. Jetzt fersen wir die Beine an. Also wir reden im Schwimmen nicht vom Anhocken, sondern vom Anfersen. Streckt die Beine bitte nochmal. So. Also beim Anfersen kommt noch eine zweite Sache hinzu. Es sollen nämlich die Füße zum Schienbein gezogen werden und gleichzeitig sollen sich die Füße nach außen drehen. So, das machen wir jetzt gleich mal. Wir fersen die Beine an und drehen dabei die Füße nach außen. Und wir sehen das jetzt auch, die Füße sind jetzt in Richtung Knie gerichtet. Die nächste Sache ist, dass der Fuß ist nicht nur zum Schienbein gezogen, sondern auch leicht nach außen gedreht. Das sind alles Sachen, die die Kinder mit dem Anfersen schon mitmachen müssen. Wir beginnen noch mal ganz von vorn. Also, die Beine liegen locker. Mit dem Anfersen ziehen die Füße zum Schienbein und die Füße werden nach außen gedreht. Das ist die erste Bewegung, die die Kinder lernen müssen. Als zweites, das ist jetzt deutlich einfacher, versuchen wir das Wasser nach hinten wegzustoßen. Meine Hände sind jetzt das Wasser und die Annika versucht jetzt meine Hände nach außen zu stoßen und stoßen. Da haben wir schon die zweite Bewegung geschafft. Und jetzt kommt mal die dritte Bewegung, weil das noch ein bisschen komisch aussieht. Jetzt schließen wir noch schnell die Füße. Und dann haben wir schon den Brustbeinschlag geschafft. Machen wir gleich nochmal. Anfersen, dabei die Zehen zum Schienbein ziehen, Füße nach außen drehen, dann wegstoßen die Beine, schließen und dann Pause. Wir zeigen die Beinbewegung jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive. Wir beginnen wieder mit dem Anfersen. Dabei werden die Zehen zum Knie gezogen und die Füße nach außen gedreht. Wegstrecken, schließen. Wieder anfersen, wegstrecken, schließen. Diese Hilfestellung, die ich der Annika gerade gebe, das können natürlich zu Hause auch Mama, Papa, auch die Geschwister übernehmen. Aber die Sportler können das dann irgendwann auch alleine. Wenn die das jetzt ganz alleine machen, dann hat das sogar noch eine kräftigende Wirkung auf die Bauchmuskeln. Jetzt machen wir das Wegstoßen und das Schließen mal ein bisschen kräftiger. Anfersen, wegstoßen, schließen, Pause. Anfersen, wegstoßen, schließen, Pause. Was die Kinder beim Brustschwimmen immer beachten müssen, ist, dass die Knie immer enger zusammen sind als die Füße. Was wir nicht haben wollen, wir machen das jetzt mal falsch. Jetzt machen wir mal die sogenannten Froschbeine. Wir fersen an, lassen die Füße zusammen und nehmen die Knie auseinander. Die Knie jetzt mal auseinandernehmen, weil sie mal falsch machen. Du kannst das schon gar nicht mehr falsch machen. So, das ist quasi die falsche Bewegung. Jetzt haben wir die Knie weiter auseinander als die Füße. Das sollte im Brustschwimmen nie sein. Also immer die Knie enger zusammenlassen als die Füße. Strecken wir das mal weg und schließen. Sehr schön. Und dann haben wir die Pause. Das wäre jetzt schon die Brustbeinbewegung. Die Annika macht das jetzt noch mal fünfmal alleine, bitte. Nächste Übungsvariante ist, dass wir die Brustbeinbewegung in der Bauchlage üben. Dazu kann man entweder, so wie wir hier in diesem Beispiel, zwei Hocker nehmen oder manchmal reicht auch ein Stuhl oder man hat zu Hause einen stabilen Couchtisch. Da kann man also sehr erfinderisch sein, da kann man ganz viele Sachen nehmen. Es ist auch gar nicht wichtig, ob die Knie hier unter den Hocker durchpassen oder nicht, weil die Knie sollen gar nicht so weit unter den Bauch gezogen werden. Denn wir haben ja vorhin auch schon gesagt, es geht ja nur darum, die Fersen zum Gesäß zu ziehen. Es geht nicht darum, die Knie unter dem Bauch zu ziehen. Wir zeigen das jetzt noch mal ganz langsam. Die erste Bewegung ist also das Anfersen mit dem nach außen drehen und anstellen der Füße. Das heißt, das ist ja jetzt schon die Lage, die die Schwimmer auch im Wasser haben werden. Die Zehen zeigen also nach unten und die Schwimmer sollen mit ihren Fußflächen das Wasser wegdrücken. Und dann schnell wieder schließen. Und dann kommt immer eine Pause. Nochmal. Anfersen, dabei die Zehen nach außen drehen und anziehen, strecken, schließen, Pause. Anfersen, strecken, schließen, Pause. Dieses Strecken und Schließen ruhig ein bisschen kräftiger.
Anfersen, Strecken schließen, Pause. Anfersen, Strecken schließen, Pause. So, die Annika macht das gleich dreimal alleine. Dazu braucht man natürlich auch ein bisschen Rückenmuskulatur. Ich denke, Annika kann das. Die nächste Teilbewegung beim Brustschwimmen sind die Brust-Arm-Bewegungen. Diese Brust-Arm-Bewegungen lernen wir erstmal im Stehen oder auch im Sitzen. Wir machen das jetzt im Stehen. Die Brust-Arm-Bewegung beginnt immer aus einer Streckung der Arme. Die Hände berühren sich dabei. Das ist immer unsere Ausgangsstellung bei dem Brust-Arme-Schwimmen. Die erste Bewegung, die die Hände machen, den Ellbogen lassen wir ziemlich da, wo er ist. Wir bewegen nur die Hände nach unten außen. Dann gehen die Hände in Richtung Kinn. Ellbogen schließt sich unter den Körper und dann gehen wir ganz spitz wieder nach vorn. Uns ist es wichtig, dass die Arme nicht so breit nach vorn schieben, sondern dass der Ellbogen schmal ist. Manchmal sieht das so aus wie so ein kleines Hoppelhäschen hier. Und dass die Hände schmal nach vorn geschoben werden. Also als erstes zufassen, dann den Unterarmkreis, Ellbogen zusammen und vorschieben. Annika macht das jetzt mal alleine. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch die Atmung dazu nehmen. Jetzt werden wir die Annika ein bisschen nach vorn beugen. Annika wird jetzt diese Brustbewegung in der Beuge machen. Wir beginnen wieder mit geschlossenen Händen und schönen spitzen Händen. Und jetzt werden wir zu Beginn dieser Armbewegung den Kopf nach oben nehmen, einatmen und dann den Kopf wieder nach unten und ausatmen. Und einatmen und ausatmen. Mach das bitte nochmal alleine. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Als nächsten Schritt müssen wir die Armbewegung mit den Beinbewegungen koppeln. Die Armbewegungen beginnen fast gleichzeitig mit den Beinbewegungen. Also, an Land machen wir das jetzt mal so. Wir nehmen die Arme nach vorn. Und in dem Moment, wenn wir beginnen, mit den Händen zuzufassen und den Unterarmen nach unten zu bewegen, gehen wir in die tiefe Hocke, nehmen die Ellbogen wieder schön zusammen und dann springen wir richtig nach oben in die Streckung. Haben wir bei Annika gesehen. Annika hat hier oben über dem Kopf ihre Hände richtig zusammen gehabt und nicht etwa nur so als V in der Luft. Das ist im Schwimmen immer wichtig, dass wir uns über dem Kopf ganz, ganz schmal machen. Mach das bitte 5-mal alleine. Jetzt werden wir diese Beinbewegung und Armbewegung wieder koppeln. Jetzt aber nicht im Stehen, sondern auf dem Bauch liegend. Wir haben einen Hocker weggenommen, damit der Oberkörper ein bisschen freier liegt und die Arme ein bisschen mehr Bewegungsmöglichkeiten haben. Die Brustbewegung beginnt immer in einer völligen Streckung und endet in einer völligen Streckung. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich werde ein bisschen unterstützen. Hier sehen wir, dass die Hände sich vorn schließen und der Kopf zwischen den Oberarmen versteckt ist. Das ist also die perfekte Haltung. Die Kinder dürfen am Anfang natürlich auch den Kopf oben lassen. Die Atmung ist das Letzte, was sie eigentlich lernen werden. Aber wir wollen ja jetzt das richtige Sportschwimmen zeigen und das geht halt so. Das ist die Streckung, die wir haben wollen. Dann gehen als erstes die Hände auseinander. Und wenn die Hände unter dem Körper zusammengehen, hocken die Beine an. Dann werden Arme und Beine gleichzeitig gestreckt. Und jetzt sind die Arme fertig. Die Arme warten jetzt so lange, bis die Beine geschlossen sind. Dann machen wir eine kurze Pause und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Jetzt haben wir also die Endposition erreicht, die gleichzeitig die Anfangposition für den nächsten Brustzug ist. Und wir beginnen wieder mit dem Armzug, hocken kurz später die Beine an, strecken die Beine, schließen die Beine und sind schon wieder fertig. Die Annika macht jetzt auch schon die Atmung richtig. Das heißt, mit Beginn des Armzuges geht der Kopf nach oben. Es wird eingeatmet und wenn die Arme nach vorn gehen, geht der Kopf wieder nach unten und es wird ausgeatmet. Wir beginnen wieder mit den Händen. Kurz danach beginnen die Füße. Wegstrecken, schließen, Pause. Anfersen. Wegstrecken, schließen, Pause. Einmal. Anfersen.
wegstrecken, schließen, Pause. Anfersen, wegstrecken, schließen, Pause. Gut, danke Annika. Wie gesagt, wenn jetzt Kinder das Brustschwimmen erlernen, im Alter von 5 oder 6 Jahren, dann reicht es aus, wenn der Kopf einfach oben bleibt. Brauchen also nicht den Kopf ins Wasser zu nehmen. Wichtig ist aber die Bewegung, dass die Armbewegung erstmal erlernt wird, dass die Beinbewegung erlernt wird und dass man beides gemeinsam dann später auch gut koppeln kann. Annika, vielen Dank.